Hallo Leute, der Waldrock hier zurück mit Let's Play Limbo. Heute mal wieder eine nachvertonte Aufnahme, weil mir aber das Team mal wieder abgekackt ist. Das letzte Mal sind wir diesen komischen, ja, diesen komischen Wurm losgeworden. An der Stelle war mir nicht ganz klar, was ich mit diesem Hebel anzufangen habe. Aber das ergibt sich alles noch. Da haben wir etwas. Es klingt wie ein Hund und es springt wie ein Frosch. Ich weiß bisher noch nicht so genau, was es ist, aber es läuft weg. Da habe ich eine Weile gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin, wie das funktioniert. Gedacht, da kann man stehen, kann man nicht. Lande wieder hier. Da bin ich wirklich eine ganze Weile rumgeeiert und habe den Schalter noch ein paar Mal gedrückt, um danach festzustellen, nein, das bringt so noch nichts. Irgendwann ist mir dann die Erleuchtung gekommen. Aber noch nicht jetzt. Da kann man das runterziehen. Aber da passiert noch nicht viel. Hier wurde mir dann relativ schnell klar, hier muss Wasser her. Wir müssen irgendwie mit dem Rohr da oben Wasser herkriegen. Das Problem ist nur, woher nehmen, wenn ich still, ne? Da kam ich dann erstmal nicht mehr raus, aber dann bin ich auf den Trichter gekommen. Ha, ich kann ja den Holzstab, den Baumstamm nehmen. Nein, Walrock, das bringt immer noch nichts, sich daran zu hängen. Immer noch nicht hilfreich. Dann wollte ich da runter, wollte das Ding irgendwas mit dem Ding machen, wollte aber auch nicht. Dann bin ich nochmal zurückgelaufen. Mein Gott, da stand ich echt auf dem Schlauch. Drück nochmal den seltsamen Schalter, an dem sich nichts tut. Vor und zurück und es passiert nichts. Da gehe ich extra nochmal zurück, um zu gucken. Dann stelle ich aber fest, nein, Moment, da habe ich ja die letzte Aufnahme beendet. Da war ja nur das mit dieser komischen Headcrab oder was auch immer. Ich glaube, jetzt bin ich dann endlich so weit gewesen, dass ich per Zufall herausgefunden habe, wie es geht. Oder? Nein. Doch nicht. Doch, ich glaube, jetzt kommt es gleich. Versuche ich da wieder rüber zu kommen, springen zweimal zu kurz, wenn man hier wirklich komplett vom Rand springen muss. Dann habe ich durch Zufall festgestellt, wenn man hier springt, tropft da was runter. Und da bin ich dann auf den Trichter gekommen, wenn das Zeug da liegt, dann kommt das Vieh raus, es frisst's. Und jetzt scheucht man's darüber. Und es ist der Hamster im Rad. Da sieht man dann auch, die Zahnräder im Hintergrund fangen an sich zu bewegen. Und es regnet. Und jetzt haben wir nämlich endlich das Wasser. Das Nötige. Und somit können wir dann die Grube füllen. Damit schwimmt der Holzstab
Holzstamm oben. Bloß das Fiese ist, sobald wir wieder loslassen, sinkt es wieder ab. Deshalb war nochmal alles auf Anfang. Weil ich da halt nochmal runtergesprungen bin, weiß ich nicht. Ach ja, mir kam da schon der Gedanke, dass es wohl zu nahe liegt. Da habe ich versucht auszurichten, dass ich gerade noch so an die Leiter komme. Und es aber auch möglichst weit in der Mitte ist, damit ich dann auch auf die andere Seite dann noch komme. Was noch richtig fies wäre, wenn das Teil durchs Wasser verschoben würde, aber dann ging es ja gar nicht. So, und jetzt beeil dich, Walrock. Ja, das hat nicht ganz geklappt, deshalb muss es dann noch einen Zacken weiter rüber. Netterweise muss ich das mit dem Hundehamster, Hundefroschhamster, was auch immer, nicht nochmal machen. Ich muss das Ding nur besser ausrichten. Und dann sollte das auch gehen. Lauf, Walrock, jawohl, sehr schön. Da habe ich mir dann schon wieder gedacht, wann kommt die nächste Falle? Hüpf, hüpf. Da wusste ich nicht, dass man dem Zeug hochklettern kann. Bin deshalb gleich wieder runter. Beziehungsweise habe die Taste gedrückt gehalten und dann lässt er von selbst wieder los. Und abwärts geht's. Ja, und an der Stelle habe ich mich auch unheimlich blöd angestellt. Meine erste Idee war, ich schieb die Kiste dahin, lasse sie hochtreiben und ziehe sie dann nochmal ein Stück weiter. Was allerdings nur absoluter Schwachsinn ist. Ja, das war für den ersten Versuch schon zu spät. Und dann, ja, ihr seht, was da oben kommt. Deshalb bin ich dann lieber gleich erst auf. Damit habe ich jetzt noch einen Großteil der Folge zugebracht, das auszuklügen, wo es eigentlich, wenn man es weiß, sehr offensichtlich ist. Ich sag's mal noch nicht, bevor ich es nicht auch mache. Vielleicht seht ihr es ja schon. Nächster Versuch. Diesmal kann ich schon sagen, die Kiste ist zu weit drüben. Zu weit links, sie bleibt hängen. Dreht sich. Und ich krieg sie nicht gegriffen. Da habe ich mich mal kurz verdrückt. Ja, das geht jetzt noch ein Stückchen so weiter. Das ist eigentlich ganz lustig mit anzusehen. Ich glaube, wenn ich mir so jetzt im Aufnahmeprogramm die Tonspur angucke, dann sieht genau, wo ich absaufe, weil da wird es dann ruhig, dann geht der Ton runter. Und immer wenn ich mich näher auf das Wasser zubewege, wird die Tonspur wird es wieder lauter. Kann man richtig schön verfolgen. Ich sterbe noch. Eins, zwei, drei. Dreimal sterbe ich noch. Denke ich. Und da gibt es immer so eine Spitze drin,
Das ist da, wo ich den Schalter umlege, schätze ich mal. Ja. Da wird es auch immer ein bisschen leiser, wenn das Wasser nur steigt. So, das ist jetzt das erste Mal, dass es klappt, dass ich das... ich die Kiste überhaupt zu fassen kriege, aber... das, ihr seht schon, das wird nix. Nächster Versuch. Nächster Fail. Mir fällt das so auf, da schwimmen noch ein paar andere Dinge hoch, aber ich kann jetzt gerade nicht erkennen, was das sein soll. Nee. Da wollte ich noch schauen, ob ich mich an dem Rohr da rechts festhalten kann, glaube ich. Aber das wird auch nichts. Da hören die Blubberblasen auf. So. Ja, das ist nochmal ein Fehlversuch. Und danach habe ich es dann, genau, danach kommt keine ruhige Stelle mehr, da habe ich es dann, denke ich, raus. Ja, das Problem ist, das wird halt wieder nix, weil man absolut keine Zeit hat, das Ding darüber zu... diesmal wollte ich nur warten, dass ich nicht an der Kante hängen bleibe. Aber auch das bringt halt nix. So, ich denke, jetzt kommt die richtige Idee. Und jetzt ist mir nämlich aufgefallen, dass da oben so ein Griff zum Ziehen ist. Und dass man hier, ja genau, das wollte ich nur ausprobieren, ob ich da durchkomme. Gut, ich glaube, runterfallen wollte ich da gar nicht, ich wollte es eigentlich nur aufziehen. Aber dass ich geschlagene 5 Minuten, 4,5 Minuten gebraucht habe, um das da dahinter zu kommen, ihre Anläufe. Schon traurig. So, es ist offen. Jetzt lege ich den Schalter um. Gehe die Treppe rauf, weil sonst schaffe ich es zur Kiste nicht mehr rechtzeitig hin. Und einmal richtig zielen. Zack, so. Jetzt ist das Ganze zwar ein bisschen schief, aber das macht nichts. Wir treiben hoch. Und so erreicht man dann die Leiter. Und es ist geschafft. Fast. Man muss nochmal das Spielchen treiben. Das Wasser geht immer weiter. Und das ist jetzt auch ein bisschen so eine fiese Sache, weil diese Kiste sinkt langsam aber sicher. Sprich, man muss rechtzeitig abspringen, sonst würde man damit auch absaufen. Da, der erste Sprung war sogar ein Glückssprung, ich glaube sogar geklappt. Hier muss ich dann gleich aufziehen. Bis da habe ich dann auch, glaube ich, 2-3 Anläufe gebraucht. Was es mit dem Ding da auf sich hat. Erst habe ich gedacht, ich kann mit dem Holzding da hochtreiben. Ich habe deshalb nur gewartet, aber ich habe gedacht, es kann eigentlich nicht sein. Wozu ist dann der komische Ballon oder was ist es da? Vielleicht da saufe ich erst nochmal ab. Weil ich jetzt gleich feststelle, dass das Ding nicht schwimmt. Ja, nein, tut es nicht. Ja, das ist jetzt auch noch... ich weiß nicht, warum ich da lang gelaufen bin, das ist eigentlich witzlos. Ich glaube, das mache ich jetzt auch noch zweimal oder so.
glaube, das Ding musste man irgendwie. Ja, da bin ich einmal daneben gefallen. Das Ding musste man dann da drüben boxieren. Da springe ich einmal daneben. Da springe ich nochmal daneben. Oder fall eher daneben. Ach ja, genau, nee, da hatte ich dann die Folge beendet. Probier's beim nächsten und bis dahin. Ciao, ciao.